Freunde, Elden Ring DLC Trailer Shadows of the Erdtree ist rausgekommen und da gibt's natürlich jetzt viele wilde Spekulationen im Internet, wer überhaupt Mesmer sein könnte. Also die Figur, die wir eigentlich am meisten in diesem Trailer zu sehen bekommen, verschiedene Attacken, der Typ, der quasi rote Haare hat und eine Schlange dabei. Ich habe die letzten Tage wirklich wild recherchiert und alle möglichen Foren durchgeklickt und werde euch heute mal die drei Theorien vorstellen, die wirklich am meisten zutreffen könnten, wo sich die Community eigentlich auch geeinigt hat, dass das die wahrscheinlichsten drei Theorien sind. Die möchte ich euch heute einmal vorstellen, damit ihr mehr darüber wisst, wer Mesmer überhaupt ist bzw. sein könnte. Außerdem werde ich euch erklären, warum ich immer noch glaube, dass Mesmer Mikella ist. Das gehört nämlich auch zu einer dieser Theorien. Und mit diesem Video starten wir dann direkt durch, Freunde. Pusht mal das Däumchen hoch, lasst ein Abo da. Alle Guides zum Elden Ring DLC werdet ihr natürlich wie immer bei mir im Kanal finden. Also fangen wir direkt an mit der ersten Theorie. Die erste Theorie und das, was ich persönlich auch beim ersten Mal Trailer anschauen geglaubt habe, wo viele noch gesagt haben, hey, du liegst total falsch, ist, Mikella ist quasi Mesmer. Und jetzt werde ich euch auch erklären, warum das so sein könnte und warum ich persönlich das auch so sehe. Obwohl dies die weniger wahrscheinliche Theorie erscheint, vor allem angesichts der Tatsache, dass Mesmer Mikella im Trailer zu Shadows of the Erdtree eher so als freundlich gezeigt wird mit blonden Haaren und so weiter, könnte es jedoch sein, dass Mikella und Mesmer ein und die gleiche Person sind. Elden Ring hat bereits eine bemerkenswerte Faszination für die Dualität. Marika und Radagon sind beispielsweise ein und dieselbe Person. Und genau das könnte auch bei Mikella der Fall sein. Jedes Empyrean hat seinen Schatten und Mikella wird sogar verdächtigt, bereits eine andere Identität zu haben, Sankt Drina. Diese Theorie leitet sich hauptsächlich davon ab, dass beide Aspekte stark mit dem Schlaf in Verbindung gebracht werden. Mikella liegt in einem unerschütterlichen Schlaf und Gegenstände, die sich auf Sankt Drina beziehen, verursachen alle den Schlafstatus-Effekt im Spiel. Außerdem sehen wir im kleinen Trailer auch so einen ganz kleinen Ausschnitt in der Blumenwiese, wo auch Sankt Drina schläft und das könnte tatsächlich ein und dieselbe Person sein. Mesmer, der alte Ego quasi von Mikella, zieht überwiegend Parallelen zu seiner Mutter Marika. Unter Marikas Herrschaft blühte das Zeitalter des Erdenbaums auf, genährt durch den Elden Ring, der darin lag. Mikella versuchte ebenfalls einen heiligen Baum zu züchten, einen zweiten Erdenbaum, der als Heiligbaum bekannt ist, also Harlig Tree. Das ist das Level, in dem wir auch gegen Melania kämpfen. Marika, die sich am Ende von Elden Ring als Radagon des Goldenen Ordens manifestierte, scheint im Erdbaum eingeschlossen zu sein, genau wie Mikella es im Harligbaum scheint. Das Ganze natürlich bevor Moog Mikella entführt hatte. Die blonde Marika hat ein rothaariges alter Ego, Radagon. Und die blonde Mikella könnte so also auch ein rothaariges altes Ego, Mesmer, haben. Für mich und auch für viele andere scheint das schon eine Theorie zu sein, die gut zutreffen könnte. Also deswegen war auch mein erstes Video, wo ich geglaubt habe, dass das wirklich Mikella ist. Allein durch die roten Haare, die ja auch Melania hat, und auch vor allem, dass Radagon auch diese roten Haare hat, der vorher ja auch blonde Haare hatte. Ja, das könnte natürlich eine Theorie sein. Schauen wir uns die nächste Theorie rein. Und wichtig ist, Freunde, schreibt mir mal unten in die Kommentare, was eure Theorie ist. Die zweite Theorie besagt, dass Mesmers Mutter höchstwahrscheinlich Königin Marika die Ewige ist. Auch in dem Trailer gibt es einen kurzen Satz zu hören, diejenigen, denen die Gnade des Goldenen entzogen ist, werden alle in der Umarmung von Mesmers Flamme den Tod finden. Das hören wir von einer unbekannten Stimme, da bleibt natürlich auch noch die Frage, wer das genau ist. Da Marika die Mutter von Mesmer dem Fehler sein könnte, ist er sofort mindestens ein Halbbruder von Mikella und Melania, die Zwillingskinder von Marika und Radagon. Elden Ring impliziert jedoch stark, dass Marika und Radagon dieselbe Person sind und Radagon hatte auch drei bekannte Kinder. Renala, die Königin des Vollmonds, Direktorin der Akademie von Raya Lucaria.
Die Kinder von Radagon und Renala sind Rykard, Radahn und Rani, die alle drei Radagons auffälliges rotes Haar tragen, genau wie Mesmer. Es besteht auch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Mesmer Teil der Goldenen Legion war, die es in Elden Ring gibt. Das ist die Dynastie, die aus Marika und ihrem ersten Gemahl Godfrey, First Elden Ring Lord, hervorgehoben hat. Die zwei verstoßenen Zwillingsbrüder Morgoth und Morg haben ja Mikella entführt und in den Mogwim-Palast gebracht. Es ist jedoch bekannt, dass keiner der goldenen Abstammungsmitglieder rote Haare hat. Marika, Godfrey und Godwin haben alle goldenes Haar. Vielleicht im Laufe der Generation verblasst, was zu den weißen Haaren des Importen Godrics geführt hat. Morgoth hat silbernes Haar und Morg hat keins. Abgesehen von den leuchtenden roten Haaren ist sein Name der stärkste Hinweis darauf, dass er Mikellas Bruder ist. Ein weiteres Kind von Marika und Radagon im komplizierten Stammbaum von Elden Ring. Auch der Buchstabe M spricht natürlich dafür, dass er ein Bruder von Mikella und Melania sein könnte. Mesmer passt da natürlich von der Reihenfolge, wobei man sagen muss, dass natürlich viele Anfangsbuchstaben mit M anfangen. Zum Beispiel die verstoßenen Omen Morgoth und Morg haben ja auch den Buchstaben M bei sich im Namen, jedoch wurden diese ja aus der Öffentlichkeit verbannt und in den Untergrund eingesperrt. Mesmer scheint jedoch nicht die Hörner eines Omens zu tragen und ist wahrscheinlich deswegen bisher unbekannter Geschwister von Mikella und Melania. Was haltet ihr von dieser Theorie, Freunde? Eine haben wir noch, Theorie 3 folgt jetzt. Die dritte Theorie, die häufig verfolgt wird, ist, dass Mesmer ein Kind von Rykard ist oder zumindest mit ihm in Verbindung steht. Gerade in Bezug auf die Schlange ist er ja der Einzige, der wirklich Bezug zur Schlangengottheit hat. Mesmer könnte also sowohl ein Kind von Rykard gewesen sein oder vielleicht Rykard selbst, bevor er quasi zum Schlangengott geworden ist. Auch sehen wir nach dem Bosskampf gegen Rykard eine Person, die sich an Rykards Bauch nähert und somit diese Schlangen in sich aufsaugt. Da das DLC aber in der Vergangenheit liegen soll, beziehungsweise in einem Traum, könnte ich mir vorstellen, dass diese Person gar nichts damit zu tun hat und für mich ist die Rykard-Theorie auch nicht so ganz schlüssig. Man sieht zwar dieses Gemälde, welches den alten Rykard zeigen könnte mit seiner Frau und die beiden könnten natürlich dann Mesmer als Sohn geboren haben. Das schließt sich für mich aber noch nicht ganz so heraus. Es gibt da wirklich zu wenige Hinweise und es ist schwer zu sagen, ob Mesmer wirklich was mit Rykard zu tun hat. Wenn wir das nur in Bezug auf die Schlange sehen, ist natürlich, ja, da kann man sagen, das würde vielleicht passen. Der Rest passt aber meiner Meinung nach nicht. Was haltet ihr von den drei Theorien, Freunde? Schreibt es mir unbedingt unten in die Kommentare. Vielleicht finden wir noch das ein oder andere zusammen raus. Und mich würde vor allem auch interessieren, was ihr dazu denkt, welche Theorie quasi für euch am einleuchtendsten ist. Ja, Freunde, vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da oder auch gerne ein Abo, wenn ihr noch mehr Guides dazu haben wollt oder dass ich noch vielleicht ein paar Sachen mehr rausfinde. Dann würde ich natürlich für euch nochmal forschen und schreibt es mir dann auch gerne in die Kommentare. Also, Freunde, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, adios und ciao, ciao.